Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute soll es nochmal um die ganzen Änderungen gehen, die jetzt in der Season 10 reingekommen sind. Einige haben sich das von euch gewünscht, dass ich dazu nochmal ein Video mache. Also, falls ihr noch weitere Wünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare, beziehungsweise im Livestream-Chat, wenn ihr gerade im Livestream zuschaut. Ich werde ab jetzt eigentlich immer nur noch auf YouTube streamen, das heißt, ihr könnt lasst gerne ein Abo da. Und wenn ihr Livestreams nicht verpassen wollt, dann müsst ihr auch die Glocke aktivieren. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit den Sachen, die sich jetzt geändert haben in Season 10. Und zwar wurden einige Items entfernt. Und zwar die Steinstoßpistole, also Flintlock Pistol. Das war die Pistole, mit der man extrem Rückstoß bekommen hatte. Fand ich eigentlich extrem cool. Weiß jetzt nicht ganz genau, warum die entfernt wurde. Zusätzlich wurden auch Schattengranaten entfernt, beziehungsweise Schattenbomben heißen die, glaube ich. Dann wurde noch das taktische Sturmgewehr entfernt. War auch eine super genaue, nice Waffe. Des Weiteren wurde noch die halbautomatische Sniper entfernt. Und es wurden eine Menge Fahrzeuge entfernt. Und zwar wurden Brawler entfernt. Es wurden eigentlich gar nicht so viele Fahrzeuge, aber wenn man bedenkt, dass davor nur Brawler, Quads und Brawler, und Driftbots drin waren, wurden jetzt eben halt Brawler und Quads rausgenommen. Und dadurch gibt es natürlich deutlich weniger Mobility. Dafür kamen jetzt Roboter rein. Roboter sind viel zu OP. Das weiß ich. Sind komplett unfair, wenn man sie hat und damit einigermaßen spielen kann. Und dazu wird auch morgen nochmal ein Video kommen. Das heißt, ihr könnt das gerne auch noch dann morgen auschecken. Also am Sonntag wird es kommen. Falls ihr es später sehen solltet, ist es dann schon da. Dort haben wir eine Runde Arena, Trios, extrem OP, einfach die Teile. Wir haben die Gegner mit so einfach weggehauen. Und das ist eben halt einfach unfair. Ja, des Weiteren gibt es eben halt die ganzen Risszonen jetzt auf der Karte. Alte Orte, die im Prinzip nicht genauso sind, wie wir sie kannten ursprünglich. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Link dazu in der Videobeschreibung. Da ging es auch um Tilted Towers, wozu wir gleich auch nochmal kommen werden, denn dort gibt es ein paar Neuigkeiten, die jetzt im Nachhinein nochmal reingekommen sind. Das waren, soweit ich weiß, glaube ich, alle Änderungen. Halbautomatisches Sniper wurde noch entfernt. Ich glaube, sonst waren das jedoch alle Sachen, die entfernt wurden, alle Dinge sind ja nicht nur Items. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar, was wird nächste Woche denn bei den ganzen, im nächsten Inhaltsupdate reinkommen? Ist so ein kleines Update, kein großes. Ja. Achso, ich hatte noch ein paar Sachen vergessen. Und zwar wurden noch ein paar Items entfernt. Und zwar der Geschützturm. Hat, glaube ich, so ziemlich gar keiner gespielt. War auch extrem schlecht. Luftschlag war jetzt auch nicht wirklich gut. Stört mich nicht, dass es weg ist. Und Redeploy Glider ist auf jeden Fall ganz nett. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, schadet jetzt auch nicht, dass es weg ist. Ja, dann kommen wir jetzt wirklich zum nächsten Thema. Und zwar kommen wir zum Thema, ja, was kommt nächste Woche im Update wahrscheinlich rein. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber es ist relativ sicher, dass es reinkommt. Dazu wechseln wir einmal die Ansicht. Ihr müsstet das jetzt sehen können. Ja, perfekt. So. Wobei ich kann auch auf 5 gehen. So. Jetzt könnt ihr das sehen. Perfekt. Dann, also. Das ist die nächste Waffe, die reinkommen wird. Die Automatic Sniper Rifle, beziehungsweise Autosniper, ganz einfach. Die Waffe wird es in grün, blau, episch und legendär geben. Hatte ich vorhin übrigens auch schon im letzten Video erwähnt, aber falls ihr es noch nicht geguckt habt, mache ich es jetzt einfach trotzdem nochmal. Hat 16 Schüsse im Magazin, verbraucht nur mittlere Munition. Ja, hat 35 Schaden und hat eine Schussrate von 4. Das heißt, schießt wirklich ziemlich schnell. Vergleichsweise hat, glaube ich, eine AR um die 5, eine 5er Schussrate irgendwie. Also ist gar nicht so viel langsamer als das. Hat vielleicht Damage, beziehungsweise Bullet Drop.
Hat wahrscheinlich keinen Damage-Drop dafür. Bin echt gespannt, wie die Waffe wird. Kann entweder extrem schlecht sein, wenn man irgendwie, ja, oder kann eben doch extrem gut sein, wenn man damit richtig viele Schüsse hintereinander einfach treffen kann. Hat natürlich Zielfernrohr, sollte, glaube ich, klar sein. Dann als nächstes, das sind alle Sachen, die wir wissen. Zusätzlich, ich hatte ja auch vorhin, heute Morgen, ein Video gemacht zum Thema Item Shop Voting, beziehungsweise Item Voting im Item Shop. Könnt ihr gerne auch auschecken. Dazu werde ich jetzt keine weiteren Infos mehr machen. Kommen wir nun jedoch zum nächsten Thema. Und zwar nochmal eine Karte zu Tilted Towers, beziehungsweise Tilted Town, so heißt es dann ja im Western-Stil. Falls ihr das Video dazu noch nicht gesehen habt, verlinke ich es auch nochmal in der Videobeschreibung. Ja. Auf jeden Fall sehen wir hier nochmal eine Skizzierung, beziehungsweise so eine Map, wenn es jemand noch nicht ganz geladen ist, sieht man hier überall, wo alles ist. Hier, ich glaube, nach hier geht es nach Loot Lake oder so ähnlich. Ich weiß genau die Anordnung. Auf jeden Fall sieht man hier verschiedene Häuser, nicht allzu hoch. Hier haben wir tatsächlich, glaube ich, den Uhrenturm, der genauso wahrscheinlich dann dastehen wird. Dann habe ich hier ein relativ großes Gebäude, ein paar kleine Gebäude hier noch rumherum und einen Fluss einfach hier auch nochmal durch. Falls ihr es nochmal ein bisschen genauer sehen wollt als jetzt, sind nochmal die Häuser hinzugekommen. Allerdings habe ich auch mal in-game im Prinzip gezeigt, wie das Ganze dann aussieht, nur ohne Häuser. Ja, des Weiteren gibt es jetzt nochmal eine Datei. Warte, so. Hier sieht man auf jeden Fall im Prinzip Tilted Town mit der Kugel drumherum, mit dieser Zeitkugel, die das im Prinzip in die Vergangenheit schickt, diesen Ort. Hier sehen wir auch nochmal im Prinzip die ganzen Bäume, die dann Tilted Town sein werden, jedoch mit den Häusern aus Tilted Towers. So wie es im Prinzip in der letzten Folge dazu auch schon war. Jedoch gibt es jetzt noch ein paar weitere Sachen, die darauf. Ja, noch ein paar neue Sachen, die aufgetaucht sind. Und zwar Rift Beacons. Hier sehen wir ein paar Daten und wie das aussieht. Das ist im Prinzip die Rift Bubble könnte sogar fast genau das hier sein. Im Prinzip hier oben diese Kugel und das im Prinzip aufmacht. Das ist vielleicht hier die Mitte, der Generator sozusagen davon. Und ja, bin ich auf jeden Fall schon gespannt drauf, wie das Ganze dann aussieht. Tilted Towers, beziehungsweise Tilted Town, wird wahrscheinlich innerhalb der nächsten 2 Wochen reinkommen. Und es werden auch noch weitere Map-Changes definitiv kommen. Und zwar Map-Changes zu Dusty Depot. Dazu wechseln wir einmal hier hin. Und dann beginnen wir mit dem Video. Das ist hier noch einmal dieser Rift Beacon Beam. So wird er irgendwie aussehen, der erzeugte Rift. Er wird wahrscheinlich nicht an genau der Stelle sein. Ist im Prinzip nur so eine, ja, an einen anderen Ort verfrachtet, damit man es irgendwie gut zeigen kann. Aber hier sehen wir jetzt Dusty in einer weiteren Version. Das ist nämlich die Stage 3. Stage 2 haben wir gerade. Ich weiß gar nicht, was Stage 1 genau ist, aber wie wir sehen, hier ändert sich ordentlich etwas. Das ist jetzt im Grauen, in der Grauen Halle. Hier wird auf jeden Fall ordentlich etwas umgebaut. Mehr Kisten kommen wahrscheinlich rein. Vielleicht bereiten sie sich auf einen Meteoreinschlag ein. Ich weiß es nicht ganz genau, weil der Meteor sich ja auch bewegt, wie ich es schon im Video auch wieder gesagt habe mit Tilted Towers. Könnt ihr also auch gerne auschecken. Ja, auf jeden Fall sehen wir hier, das ist ein bisschen geupdatet. Hier wird irgendetwas rumgewerkelt. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Privat-Tüftler-Werkstatt. Ja. Dusty zurzeit ist jetzt nicht mein Lieblingsort, aber das Wichtigste ist für mich nur, dass der Krater weg ist. Das ist das einzig Wichtige. Vielleicht schaffen sie es, den Krater sogar oder den Meteor sogar abzuwehren. Und hier sehen wir es dann in einer weiteren Version. Hier haben wir auf jeden Fall ein Bett. Hier haben wir die Tüftler-Ecke im Prinzip mit Skizzen, wo er alles machen kann, der das jemand macht. Vielleicht ist sogar der zweite Besucher, der hier eine Rakete oder so werkelt. Könnte ziemlich gut eigentlich sein. Serverschränke stehen hier überall herum, Kontrollzentralen. Aber die Theorie, dass es wirklich der Besucher ist, der hier dran werkelt, kann echt gut sein. Da es ja auch nur eine Halle ist, die so geupgradet wurde. Und der eben halt auch wahrscheinlich wieder zurück nach Hause kommen muss, weil die Rakete ja diesmal nicht da ist.
weil davor die nicht gebaut wurde. Und ich glaube, das Ganze einfach nicht so in der Geschichte jetzt war, weil nur das hier sozusagen zurück in die Geschichte kam und nicht nochmal die Rocket Base zurück in die Geschichte getragen wurde. Das sind auf jeden Fall alle Infos, die wir zurzeit haben. Falls neue Sachen auftauchen sollten zu Dusty, zu anderen Orten wie Riskville, zu Moisty Mire, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe im Tilt Towers Video, dann werde ich euch darüber noch informieren und schreibt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare, was ihr euch noch für weitere Videos wünscht, ob ich vielleicht Tipps machen soll, wie ihr euch verbessern könnt, wie ihr gut Wins holen könnt. Schreibt es auch gerne in die Kommentare und ich würde mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen, falls euch diese Videos auf dem Kanal gefallen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.